Herzkönig Matteo ist ziemlich perfektionistisch veranlagt. Das muss er als Magier auch sein, denn sonst könnte er von dem Beruf nicht schon jahrelang leben. Meine Faszination ist das Feedback vom Zuschauer. Das heißt, die staunenden Augen, die fragenden Blicke, das ist für mich eigentlich das Elixier. Das ist für mich so wie die Droge beim Auftritt. Bei Mentalist Matteo werden keine Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Sein Spezialgebiet sind Tischmagie und Stand-Up-Magic. Also ich zauber nicht mit klassischen Bühnenkunststücken, sondern eher kleine Magie. Es ist schon die moderne Magie, nicht mehr große Kästen, wo Frauen zersägt werden, sondern wo Dinge verschwinden, auftauchen, Bälle, Seile. Die Magie hat den ehemaligen Marketingmanager schon immer fasziniert, aber seine Traumfrau lässt sich damit nicht herbeizaubern. Die Zaubertricks sind ein perfekter Eisbrecher beim Kennenlernen, deshalb bietet Matteo auch Flirtseminare an. Zauberkünstler Matteo weiß, wie er bei Frauen gut ankommt. Er beherrscht die Kunst, eine Dame mit einfachen Tricks zu erobern. Und das bringt er in seinen Flirt-Magie-Seminaren auch anderen Männern bei. Aber selbst hat er sich die richtige bisher nicht herbeizaubern können.